Textiles Gestalten ist längst weit mehr als nur Schals zu stricken oder Polster zu nähen. In der Maker Education und im modernen Werkunterricht sind Kreativität und Forscherinnen und Forschergeist gefragt. Es geht nämlich nicht darum, Werkstücke Schritt für Schritt genau nach Anleitung auszuführen, wodurch am Ende alle Arbeiten gleich aussehen würden, sondern darum, Projekte umzusetzen, bei denen Variation und Erweiterung angeboten werden und das Einbringen eigener Ideen ausdrücklich erwünscht ist. Beim Making werden eigene Ideen ausprobiert, umgesetzt, kombiniert, verbessert oder auch erweitert. Es geht also, wie der Name schon sagt, um das Machen. Das Erlernen der Grundtechniken und der Umgang mit Hilfsmitteln und Maschinen ist wichtig und bildet den Grundstein für das individuelle Experimentieren und Kombinieren mit unterschiedlichen Techniken und Materialien. Diese Kompetenzen können durch Anleitungen und Übungen ermöglicht werden. Zusätzlich kann durch Re- und Upcycling von Materialien darauf geachtet werden, dass das Gestalten möglichst nachhaltig ist. Durch kreatives Verknüpfen und Kombinieren von traditionellen Techniken mit neuen Technologien entstehen so individuelle und innovative Werkstücke. Zum Beispiel wird das selbstgenähte Handykissen weiterentwickelt und mit einer LED versehen. Eine spannende Frage könnte sein, wie man die LED dazu bringt, nur dann zu leuchten, wenn das Smartphone darauf liegt. Aber dazu später mehr. In früheren Zeiten war der traditionelle Werkunterricht meist strikt getrennt in Mädchen- und Jungenwerken. Die Mädchen waren für das Handarbeiten, also Nähen, Stricken und Häkeln zuständig. Und die Jungen arbeiteten im technischen Werkunterricht mit Holz, Metall und Maschinen. Diese vorgegebene Trennung wurde im Laufe der Jahre aufgelöst, indem die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen haben, selbst auszuwählen, ob sie den textilen oder technischen Werkunterricht besuchen möchten. Durch die vorherrschenden gesellschaftlichen Stereotypen kam es aber großteils weiterhin zu einer Trennung. Mädchen wählten Textilen und Jungen den technischen Werkunterricht. Viele Schulen reagierten darauf mit der Lösung, die gesamte Klasse für den Werkunterricht zu teilen und sie je ein Halbjahr im technischen bzw. textilen Werken zu unterrichten und dann zu tauschen. So arbeiten die Schülerinnen und Schüler in gemischten Gruppen und haben alle sowohl textilen als auch technischen Werkunterricht. Durch den neuen fächerverbindenden Lehrplan mit einem gemeinsamen Werkunterricht, der nicht mehr in Textil und technisch getrennt ist, wird diese Trennung noch weiter aufgelöst und es kommt zu einer Verbindung der beiden Bereiche. So sind nun auch Werkprojekte möglich, die technische und textile Techniken verbinden. Und durch das Miteinbeziehen von modernen Technologien werden die traditionellen Grenzen zusätzlich verwischt. Entscheidend für die offene und experimentelle Umsetzung der Projekte in der Maker Education ist der freie Zugang zu Materialien und Werkzeugen. Dafür ist es wichtig, dass keine zu verwendenden Materialien oder Werkzeuge festgelegt werden. Die ideale Make-Umgebung bietet eine große und bunte Auswahl an unterschiedlichen Materialien, Werkzeugen und Hilfsmitteln. Beim textilen Gestalten kann das neben der üblichen Ausstattung einer Nähwerkstatt mit Nähmaschine, Stoffen, Nadel und Faden und Co. beispielsweise auch eine programmierbare Stickmaschine, ein Vinylcutter und eine Lötecke mit LEDs und Mikrocontrollern sein. Bei der Auswahl der angebotenen Materialien kann durch das Sammeln von Verpackungsmaterialien oder alter Kleidung ein Nachhaltigkeitsaspekt in das Making mit einbezogen werden. So entstehen nachhaltige Upcycling-Projekte, die die Umwelt schonen. Historisch gesehen gab es immer wieder bedeutende Kreuzungspunkte zwischen Textilien und elektronischen bzw. digitalen Technologien. Der heutige Computer basiert beispielsweise auf den Weiterentwicklungen der Lochkarten, die im 19. Jahrhundert für den Jacquard-Webstuhl entwickelt wurden. Und die Speicherelemente früher Computer in der Mitte des 20. Jahrhunderts waren sogenannte Magnetkernspeicher. Diese wurden von Hand gefertigt und erinnern an Perlenweberei. Beispiele für Technologien im Textilbereich sind unter anderem die programmierbare Stickmaschine, mit der selbst programmierte Stickmuster auf Stoff gestickt werden können, der Vinylcutter, mit dem unterschiedliche Textilfolien geschnitten und dann auf Textilien aufgebracht werden können. Ebenso der Lasercutter, mit dem neben harten Werkstoffen wie Holz oder Karton auch Textilien wie zum Beispiel Filz geschnitten werden kann. Der 3D-Drucker, mit dem dreidimensionale Strukturen direkt auf Stoff gedruckt werden können.
Und auch der Bereich der E-Textilien, also die Verbindung von Elektronik mit Textilien. Weitere Bezeichnungen dafür sind beispielsweise Smart Textiles, Smart Garments oder auch Wearable Electronics. In den Bereich der E-Textilien fällt auch das Beispiel mit dem Handykissen von vorher. Wir werden später noch der Frage nachgehen, wie man die LED im Handykissen dazu bringen könnte zu leuchten, wenn das Smartphone darauf gelegt wird. Vorher sehen wir uns auf dem nächsten Video aber noch eine innovative Gestaltungsmöglichkeit für Textilien an, Coded Embroidery.